Lohnt sich der Tosch-Schmuck-Adventskalender für 139,99 €? Wir packen ihn gemeinsam aus und gucken mal. Ich bin Özlem, die Adventskalender-Tussi, und niemand in Deutschland packt so viele Adventskalender aus wie ich und zeigt euch den Inhalt, damit ihr euch das Geld bei Flop sparen könnt. Der Kalender kommt in einer sehr schönen beigen Kiste, die man wiederverwenden kann als Ordnungsbox, und der ganze Schmuck ist so verpackt. Und dann schauen wir mal. Sagt euch nicht, mein Schminktisch sieht einfach völlig kaputt aus, der ist auch völlig zerstört. Also ich bin sehr enttäuscht von dem Kalender, was ich echt schade finde. Ich würde so gerne mit Tosch arbeiten, ich mag deren Schmuck sehr gerne. Der hat auch eine tolle Qualität, aber für 140 €, für 280 Mark hätte ich mir mehr erhofft. Nicht ein Türchen hat mich umgehauen, es waren viel zu viele Charms für meinen persönlichen Geschmack drin. Haarschmuck fand ich ganz cool, aber ansonsten, ich weiß nicht, es gibt ihn wohl auch in Silber oder so, müsst ihr mal selber gucken. Aber mich hat der leider für den Preis inhaltlich nicht überzeugt. Schreibt mir gerne, ob ihr ihn kaufen würdet. Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?